just let me go. I've been under your spell. I love you so, it's just hard to tell. I lost my way and there's no coming back. And I'm all done, the love's all gone. Dame, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 2. Wir sind gerade gestorben, leider. Und für euch war das gerade eben, für mich war das gestern. Ich möchte hier an der Stelle kurz was ankündigen. Und zwar, sollte ich heute etwas schlechter spielen, liegt es nicht daran, dass ich ein epischer Kacknoob bin. Daran könnte es normalerweise auch liegen, aber diesmal nicht. Es liegt ganz allein daran... Boah, macht das viel Damage. Ich will jetzt echt nicht sterben, weil meine Seelen da hinten liegen. Ach, leck mich. Ja, was wollte ich gerade sagen? Sollte ich heute etwas schlechter spielen, man sieht es bereits, dann liegt das daran, dass ich eine Sehnscheidenentzündung habe und deswegen meine Maushand nicht richtig bewegen kann. Oder schlechter bewegen kann. Jetzt sind natürlich unsere Seelen da drüben komplett weg. Ich frage mich auch sowieso, was das jetzt für ein Schwachsinn sein soll, dass man hier rauskommt und direkt solche zwei Viecher vor einem stehen. Das ist total sinnloser Kack, aber egal. Wo ist der andere? Da. Okay. Immer drauf, immer drauf. Wie sinnlos ist das bitte? Ich stehe auf und krieg gleich wieder eins in die Fresse. Was soll das denn bitte sein? Man spawnt hier und wird gleich von vier Leuten gleichzeitig attackiert. Wie sinnlos ist das denn jetzt bitte? Wie soll man denn hier rauskommen? Ein Zauber, mächtiger als ein... Es fängt gut an, also ich bin sehr gut eingestellt jetzt gleich. Ich mach mir Spaß zu spielen wieder. Klar lebt er noch. Würdest du rennen statt schießen? Danke. Ja, natürlich kann ich nicht ausweichen. Och Leute, es macht keinen Spaß. So, jetzt haben wir erstmal 10 Minuten damit verbracht, dass wir rauskommen aus diesem Ort hier, was ich total
für den Arsch finde, aber okay. Und so 3000, 4000 Seelen, die da oben lagen, sind natürlich alle weg jetzt. Gut, was killt mich jetzt hier? Spring mich ruhig an. So. Jetzt ist man noch aufs Dach und da noch zwei. Oh, das ist so sinnlos. Komm, schlag zu. Ich würde an deiner Stelle nochmal zuschlagen. War nicht oft genug. Wo bin ich denn hier nicht in die Gegend reingeraten? Das ist ja totaler Schwachsinn hier. Hm. So, der wird es auf mich einschlagen, wenn ich hier noch liege. Ich hätte jetzt aber, dass die wenigstens hier runterspringen. Och Junge, es reicht. Das macht ja keinen Spaß, Alter. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich habe gerade absolut keinen Spaß daran. Ich weiß, ihr könnt das gar nicht nachvollziehen, wie es ist, ständig zu sterben und keinen Spaß dran zu haben. Von eingesperrten Höhen, interessiert keinen Spaß. Meine Fresse. Schlag noch dreimal zu. Passt schon. Alter, ich weich doch schon aus. Jetzt kommt der dritte hier wieder, dann habe ich überhaupt keine Chance mehr. Jetzt sag mir nicht, die kommt sogar hier rein, ey. Ich habe keine Lust mehr. Da-da. Ich habe keine Lust mehr. Du-du. Ich dachte mir gerade, ich nehme eine Runde Dark Souls auf, weil mir das Spiel ziemlich viel Spaß macht. Jetzt sterbe ich hier zum 20. Mal, obwohl ich nur das Leuchtfeuer verlassen will. Naja. So, einmal One-Shot, warum auch nicht? Ich habe ja sonst auch nichts zu tun im Leben. Lass One-Shot mich ruhig. War ich nicht aus, mache noch einen dritten Schlag, obwohl ich nur zweimal geklickt habe. Das ist auch super toll. Der vögelt die Treppe in der Zeit, weil ihm das zu dumm ist. Kann ich gut verstehen. Oh, was ist denn das jetzt? Komm, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt ewig festhänge. Wie oft soll ich die denn jetzt töten? Muss ich jetzt echt 20 Mal hier stehen, bis ich die Tolle tot gekriegt habe? Das sei totaler Humbug jetzt. Ja, schlag ruhig weiter zu. Ist sicher, dass ich hier erstmal rauskomme. Vor allem, warum liege ich denn so halt so ein Jahr?
kann doch nicht sein, dass der mich 3 Jahre da umschlägt, dass ich da überhaupt nicht mehr machen kann. Alter, liegt es an der Rüstung, dass meine Rüstung, dass ich vielleicht doch eine bessere Rüstung anziehen sollte? Aber ich kann mich mit so einer guten, mit dieser anderen Rüstung halt überhaupt nicht bewegen, ne? Ich zieh mal die an. Was ist das denn? Das liegt da, oh, das liegt daran, dass ich so viel Zeug. Ich dachte, das zählt nicht dazu, wenn man mehrere Waffen dabei hat. Mann. Okay, dann hau ich mal alles weg, was jetzt irgendwie Gewicht beeinträchtigt. Wie sinnlos, ich dachte, das zählt nicht dazu. Gut, okay, dann zählt es ja doch dazu. Meine Laune sinkt beträchtlich. Ach ja, die können sich auch nach hinten fallen lassen. La 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 Laune am Keller. La 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 Laune ist im Keller. La 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 Laune im Keller. Es juckt mich überhaupt nicht, dass ich dich in die Ecke bleib mache. So, okay. Alte Eisentrachtstulpen, was bewegt sich denn jetzt hier noch? Das kann ja gar nicht sein, dass sie sich immer noch was bewegt. Und den ganzen Scheiß wollte ich nur machen, weil ich gucken wollte, was das hier hinten ist. Geht's ja auch noch weiter. Hä? Hurra für Springen. Okay.
Habe ich jetzt endlich mal alles besiegt hier? Wieso habe ich den nicht gelootet? Schwarze Feuerbande, Bombe, Heimatknochen. Ich frage mich immer noch, warum man die kaputt machen kann. Ich habe noch nie was gefunden darin. Traurigkeit. Okay, ich will immer noch wissen, wie man die Fackel aktiviert. Das habe ich immer noch nicht rausgefunden. Ich habe hier nämlich zum Beispiel keine Fackel. Es muss doch irgendwie... Stellt TP wieder her, explodiert, verleiht Waffen. Ich muss doch irgendwie eine Fackel oder sowas haben. Ich habe doch schon 1000 Fackeln aufgehoben.